meine Lieben, und herzlich willkommen wieder mal zu einem wunderschönen neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts, dem ersten Teil. Mein Name ist Dolalfos alias T-Life und wir hatten beim letzten Mal ja hier aufgehört, beziehungsweise wir werden uns jetzt erstmal den drei Charakteren widmen, also sprich Rico ist übrigens, falls ich das noch nicht erwähnt habe, falls es noch nicht angesprochen wurde, ist der Kerl, der da drüben auf dem Baum sitzt, das ist Rico. Nur mal so nebenbei. Aber dem wollen wir uns nicht vorknüpfen, wir wollen uns nämlich diese Charaktere vornehmen. Walker, das Mädel und Titus. Und ich will nicht springen. Hey, was geht ab? Alles klar? Hey, Lust auf eine Runde? Klar, spielen wir. Spielen ist Kinderkram. Das hier ist der Ernst. Zeig mal, was du drauf hast. Mit Vergnügen. Ja, das wir nämlich machen, sind hier nämlich Kämpfe. Und die werden wir oftmals machen müssen. Zumindest, bis ich ein gewisses Level hier... Wow! Ein gewisses Level erreicht habe. Ich sollte mich von ihm fernhalten. Beziehungsweise von seinen Wellen. Das war mir lustig, oder? Na komm. Schade. Nice. Ey, Mann. Das hat wehgetan. Sollte es auch. Ah, so. Ihr tut gut. Wow, das war ein Bug. Also, die wird gut. Aber nicht schlecht. Was treibt ihr denn so? Man sieht euch ja gar nicht mehr. Ein Duell gefällig? Na bitte, so gefällt es mir. Na los, sei nicht so schüchtern. Ich war schüchtern? Ja. Fertig? Immer doch. Sie ist eigentlich von den Charakteren hier gesehen die einfachste. Weil man mit ihrem Seil einfach... Man kann sie so leicht austricksen. Oh, jetzt habe ich wirklich verloren. Oh. Tut mir aber leid. Ups. So. Eigentlich wollte mich eigentlich nicht am Baum festkrallen. Hoch da! Gehst du da jetzt hoch? Mann! So, mit dir da hinten wollte ich eigentlich noch reden. Alles klar bei dir? Ups. Hey Sora, du wirst mit einem kleinen Wettkampf. Du hast es so gewollt. Na gut, fangen wir an. Dich mache ich fertig. Man muss dazu sagen, er ist... Also, er ist zwar... Auch... Aua. Er ist zwar... Auch in gewisser Art und Weise leicht, aber... Au! Das war natürlich jetzt auch clever von mir. Beziehungsweise... Au! 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 Alter! Jetzt reicht's mir, Freundchen! Jetzt reicht's mir! Alter, ich lass mich gerade von dem... Von dem Jungen umbringen hier. Au! Eigentlich ist er der einfachste. Das heißt der einfachste. Ich hab ihn zertan. Ich meine, er ist nicht so einfach zu besiegen. Aber ich lass mich gerade derbe von ihm fertig machen, ey. Bam! Geht doch. Oh Mann. Heute bin ich nicht gut drauf. Boah! Holy moly! Ja! Als ob ich auch gerade hier drei gegen mich mache. Das könnte ich zwar auch machen. Ist aber noch in meiner... Alter!
Ist aber in meinem jetzigen Level noch nicht so gut. Das ist auch gut, wenn, wenn er so außer Puste ist. Ist er dadurch leichter anzugreifen. Daneben. Und tschüss! Gut abgewehrt. Au. Wie der einfach mal daneben zieht die ganze Zeit. Oh Mann. Heute bin ich nicht gut drauf. Oh Gott. So. Hoch da. Gut, Walker, dich knöpfe ich mir lieber vor. Zeig mir, was du drauf hast. Oh, tut mir leid, Leute. Weil er ist ein bisschen einfacher zu besiegen. Also jetzt in dem Sinne gesehen. Oh oh. Ich geh mal ein Stück zurück. In your face! Dass der noch gesessen hat. Dass der noch gesessen hat! Ey Mann, das hat wehgetan! Holy moly. Das war echt ein gutes. Das war echt ein guter Angriff und ich wurde nicht einmal getroffen. Das muss man mir wirklich lassen. Gut, dann klopfen wir uns die nochmal vor. Ups! Au! Und zack. Au. Ach, und übrigens, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Ah, warte, da komme ich gleich. Au. Du dumme kleine Kuh. Fress Müll. So. Boah, dämliche Kuh. Was ich eben sagen wollte, war... verloren. Im ersten Part, ich weiß ja nicht, ob ihr das schon rausgekriegt habt, im ersten Part hatte ja Rico ja gesprochen. Los, und für diejenigen, die es wissen, kann ich nur sagen, Chapeau, ihr habt gut aufgepasst. Denn der Synchronsprecher ist nämlich aus... Au! Ist nämlich aus, Mann, die dumme Kuh soll doch nur... dann kriegst du eben halt so eins auf die Rübe. Der Synchronsprecher ist nämlich zufälligerweise aus Dragon Ball Z, um genau zu sein. Beziehungsweise auch Dragon Ball. Glaube ich, das nahm ich später im Verlauf so. Ist nämlich die Stimme von Krillin. Na los, sei nicht so schüchtern. Nur so nebenbei bemerkt. Zack, das lässt du bleiben, Baby. Zack. Ist nicht mal zum Angriff gekommen. Weil ich einfach zu schnell war. Wow. Okay, das muss ich wohl doch noch öfter machen. Oh, jetzt habe ich wirklich verloren. Ich mach's ja ungern, dass ich die jetzt mehrfach anspreche. Aber ich mach das extrem jetzt, weil ich nämlich ein paar Level brauche. Obwohl, ich könnte es ja eigentlich mal mit Rico verticken. Die werfen und ich spring einfach mal nach oben. Geile Nummer. Das Witzige an der Geschichte ist, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht springen, eigentlich wollte ich angreifen. Bin aber außerdem auf die Sprungtaste gekommen. Oh Mann. Im Ernst, ich wollte wirklich nicht springen. Ich bin außersehen da eben drauf gekommen. Das war jetzt Zufall, dass sie in dem Moment gerade mich nicht erwischt hat. So, hoch da. Oh Gott, nee.
Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Hui! Salut! Du bist mein Nächster. Ey! Hast du alles gefunden, was wir für das Los brauchen? Ich habe meine Sachen Kairi gegeben. Ist auch ein kleines Duell. Schnapp dir dein Schwert. Keine Sorge. Jetzt zeigt sich, wer der Champion ist. Fertig oder nicht? Rico ist schon etwas schwieriger. Au. Ah. Rico ist wirklich nicht einfach. Au. Au. Vor allem seine Tritte sind leider. Ja. Ich sehe nichts. Au! Was, der hat mich erwischt? Der Sack hat mich erwischt, obwohl ich gerade da steht 1:0. 0:1 in die Falle. Oh, das hat gerade geleckt. Was ein Glück, dass sie hier auf der Insel sind. Normal wäre das nämlich in dem Falle mein Todesurteil gewesen. Betonung liegt auf. Wäre. Mann, hör auf zu springen, du Sack. Oh. Ich lass mich von Rico verwöbeln. Wow. Au. Au. Ich lass mich. Nein, 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 nein. Ha! Daneben! Sack! Natürlich, da trifft er! Natürlich! Wie viel hältst du bitte aus, du Sack? Oh. Im Ernst, wie viel hält der bitte aus? So schwer war da sonst nicht zu besiegen, ey. Das nehme ich jetzt aber nicht hin. Ich will ihn zumindest heute noch in diesem Part besiegen. Du hast das immer noch geklaut. Komm schon! Wow, jetzt mache ich mich gut gerade. Na komm. Du hast es immer noch geschafft. Ich bin dran. Komm schon. Au. Sag doch nicht, du gibst schon auf. Komm schon. Yes! Jetzt steht's 1:2, in dem Fall 2:1 für Rico. Und Portion erhalten, das kann ich ganz gut gebrauchen. Komm, einmal noch und dann würde ich sagen, war's das für heute. Dann habe ich genug gemacht für heute. Beim nächsten Mal müssen wir dann noch weiter trainieren. Das hat alles eine... Au.
Sackgesicht! Diese sollte. Sehr schön, Abwehrkraft ist gerade gestiegen. Dass er mich eben nicht erwischt hat und hat mich! Komm schon! Au! Sag bloß nicht, du gibst schon auf! Ich bin dran! Ich doch nicht! Aber du verteidigst mir ein bisschen zu oft, Freundchen! Komm schon! Au! Komm schon! Alter! Komm schon! Du fängst an, mir gerade auf den Sack zu gehen, Freundchen! Holy shit! Let's go, immerhin. Und Portion erhalten. Gut, ich würde mal sagen, wir machen aber Schluss heute. Beziehungsweise, ich werde euch noch einmal das zeigen. Und zwar könnt ihr nämlich mit Hilfe von vom Startmenü könnt ihr nämlich Sachen tauschen. Beziehungsweise in dem Fall in unsere Items hier rein tun. Also. Und haben somit dann dreimal Portion für Potion. Und das kann man natürlich auch noch mit anderen Gegenständen machen, beziehungsweise ja, allgemein mit Gegenständen, die man hat. Geht aber nur, wenn es grüne Gegenstände sind oder spezielle Gegenstände. Nur mal so kurz nebenbei bemerkt. Ja, aber mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Wir machen hier an der Stelle Schluss. Ich hoffe natürlich, dass euch der Part wieder gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir immer natürlich, wenn ihr wollt, einen Daumen hoch geben. Natürlich, wenn ihr wollt, auch abonnieren nicht vergessen. Und beim nächsten Mal werden wir dann noch zumindest ein kleines bisschen trainieren. Nicht viel, aber ein bisschen. Und dann werden wir uns um Kairis Sachen kümmern, da die wir holen müssen. Beziehungsweise werden Kairi beziehungsweise ansprechen. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel gespoilert, immer egal. Also sagen wir mal so, ich muss Sachen holen, aber... Das dürftet ihr, glaube ich, schon selber herausgefunden haben. Na gut, auf jeden Fall kann ich daraufhin nur noch sagen, bis dahin, ciao, ciao, euer The Life Force, alias The Life, und natürlich auch, ciao, ciao.